Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, willkommen zur zweiten Ultra-Hardcore-Season, gemeinsam mit einer absoluten Legende, die ihr schon kennt, und zwar The Legend of Tim. Hallo. Das schmeckt lecker, was? Ja, wir haben bereits gemeinsam die erste gemacht und wir haben einfach Bock, eine zweite zu machen und hoffentlich dieses Mal, dass wir auch das Ziel schaffen oder erreichen. Ja. Das heißt, in dem Fall, wir müssen ins End und den Enderdrachen klatschen. Ja, die Regeln sind gleich geblieben. Wenn es euch trotzdem interessiert, wie sie lauten, dann einfach unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist alles beschrieben. Aber es gibt trotzdem ein paar Neuerungen, die beim letzten Mal noch nicht dabei waren. Und die werde ich jetzt dann im Laufe erklären. Und eine Änderung ist, dass wir direkt eine Bonus-Chest haben am Anfang. Immerhin. Mit jede Menge Müll. Ja, das brauchen wir unbedingt. Melonsamen. Wir können endlich Goldäpfel farmen. Goldene Nette, hä? Mit Melonsamen? Wie kommt das? Wir können goldene Äpfel sammeln mit Melonensamen. Ich glaub, du gehst eher auf die Tränke aus, nicht wahr? Ja, die Tränke, genau. Ja, wir müssen dieses Mal auch mehr Glück haben in sofortiger Erfindung der Naht, Neverwarzen heißen sie ja noch. Ich habe lange nicht mehr Minecraft gespielt. Neverwarzen, ja, weil in der ersten Staffel hatten wir ja sowas von lange gebraucht. Alter. Ja, aber man muss sagen, wir hatten beim ersten Mal richtig viel Glück, dass wir einfach direkt eine Netherfestung gleich direkt am Portal hatten und dann sogar noch in unmittelbarer Nähe die zweite, wo dann auch die nötigen Netherwarzen waren. Ja, ich war gerade der Profi gewesen, hab mal wieder gezeigt, wie intelligent man eigentlich als Mensch sein kann für eine Hardcore-Season. Bin einfach vom Baum gesprungen, hab erstmal einen ganzen Herzschaden gekriegt. Super! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, ich bin außerdem, ich hab ja nicht dran gedacht. Och, komm, Junge! Aber das erinnert mich schon wieder an die erste Folge. Ja, aber da ist durch deine Dummheit bin ich zu Schaden gekommen. Weil da hast du mich mit der Axt damals geboxt. Oh, das war auch noch sowas. Da lief ich gleich direkt von Anfang an mit 2,5 Herzen weniger, weil der mich einfach mal mit der Axt verprügelt hat. Ja, ihr wisst ja, Profi-Tim, Profi-Gameplay am Start. Ich seh da unten schon mal Schweine. Wo bauen wir uns überhaupt hin? Fangen wir mal so an. Weil logisch ist natürlich, wir sollten uns irgendwo außerhalb des Waldes. Also es sollte am Rand eines Waldes sein, weil da hat man eine öffentliche Fläche, wo man besser sehen kann, weil immer im Wald zu sein, ist nicht so lecker. Ja, stimmt auch, aber ich will nichts sagen. Im Wald ist es manchmal auch nicht so schlecht, weil da kann man sich auch ein bisschen schützen, aber auch die Skelette können da hinten. Oh, da hinten ist ein Trunkener mit Dreizack, da will ich aufpassen. Oh Gott. Killer. Ja, der macht mit 8, also Dreizack macht 8 Damage, das wären 4 Herzen bei uns. Das will ich ja. Cool. Wir müssen alle Tiere jetzt, die wir sehen, töten. Weiß nicht, wir haben ja Essensnot. Was ist laut, ja. Auf alle Fälle. Also wir müssen ja Tiere töten en gros. Also die Grünen werden das nicht so gerne sehen, aber ihr wisst ja. Mann, doch keine politischen Statements, Junge! Oh Gott! Danke, jetzt kann ich wieder zensieren, ich hasse dich. Wo bist du hingelaufen? Ah, da vorne. Alter, also, ich sag's dir jetzt schon, lass die politischen Statements bleiben. Ich schwöre, ich hätte jetzt noch eine gebracht. Einfach aus. Einfach weil ich noch nicht wusste. Oder? Greenpeace. Ich hasse dich, Junge, wenn du das jetzt durchziehst, okay? Ich hasse dich wirklich. Nee, ich mach nicht. Okay, ein Ausrutscher geht, weil wer hat den Tim hat doch schon andere Wörter mal in der ersten gesagt, wo er mich richtig strapaziert hat. Ja. Aber das steckt. Ich kann nur so. Das ist nicht besser. Wir rennen ja so viel. Ich habe ein Brot. Was für ein Glück. Ich weiß nicht, warum das so laut ist. Ich kenne das gar nicht so von Minecraft, dass es so laut ist. Ja, ich höre es sogar durchs Mikro. Also alles. Also ich höre wahrscheinlich doppelter Sound. Okay. Ja, ich würde trotzdem sagen, wo sollen wir uns am besten hinbauen? Ich würde schon am liebsten irgendwo im Wald, wenn da jetzt nichts anderes in der Nähe ist. Also haben wir keine andere Möglichkeit, logischerweise. Doch. Wir laufen noch ein bisschen. Ja, gut. Ein bisschen laufen. Ja, ich wollte eigentlich schon wieder die Regeln. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich gehe rechts rum. Ich wollte eigentlich jetzt gerade noch die Regeln erklären, ein bisschen trotzdem für alle, die zu faul sind, um in die Videobeschreibung zu gucken. Im Endeffekt, Ultra Hardcore Season heißt nicht mehr, als dass wir nicht mehr regenerieren, sobald wir Schaden nehmen. Und die einzige Möglichkeit, die es gibt, sind Goldäpfel und Heiltränke. Und der Schwierigkeitsgrad ist natürlich auf schwer. Das heißt, wir nehmen ordentlich viel Damage. Und ich wollte gerade das Birkending, den Birkenbaum schlagen, weil ich davon ausginge, dass es eine Kuh ist in dem Texture Pack.
Hoppala. Stimmt, Markus hat ja einen Textchappen drin. Ich habe ja keinen Textchappen drin, weil ich bin ein armer Sau. Ich find das aber gut, weil beim letzten Mal hatten wir das Problem, dass du dasselbe Textchappen benötigst, damit wir gemeinsam spielen konnten. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall und das finde ich auch gut. Da unten, da ist eine Kuh. Nice. Ja, das hat eine Sache, das hat sich echt gut verändert, alles. Also das entwickelt sich ja immer weiter. Es wird ja immer krasser, immer heftiger, immer dicker. In der PC-Version sind wir ja mittlerweile schon auf der 1.17 bald. Also Snapshots, die ersten gibt es schon, aber. Und ich kann nicht. So, wir sind noch hinten dran am PC, ist ja logisch. PC war früher. Und PC kriegt auch als erstes, ist ja auch logisch. Es ist total verständlich. Nur so nebenbei, aber ich kann nicht mehr sprinten, deswegen würde ich jetzt sagen, wir nehmen einfach diese kleine Insel, dieser Part, dieser kleine hier und bauen uns daher. Hätte ich gesagt. Weil das ist am Rand des Waldes, da kannst du mir jetzt nicht erzählen. Da hinten ist ein fetter Berg, der mich fetter an The Legend of Zelda gerade erinnert, mit dem Loch dahin, die Zwillingsberge, weißt du schon. Und Ich würde sagen... Ich hätte jetzt auch einen Spruch dafür, aber ich darf ihn nicht bringen. Mann ey, warum ist das Leben nur so hart? Ja, selber schuld. Ich lasse dich halt nicht so alles. Ich würde sagen, wir bauen uns hier jetzt einfach her. Hier haben wir auch Bäume, schöne Eichenbäume zum... Hier sind Chickens, nice. Nicht alle töten, wegen später dann. Und ich würde sagen, wir bauen uns hier einfach jetzt her. In das Ding rein, oder? Mir ist egal, was du sagst, ich mach das jetzt. Jo. Dann bleiben wir halt hier. Es ist ja umrandet von Wasser, ne? Naja, ist aber auch doof. Das ist doch egal. Achso, meinst du wegen Ertrunkenen? Ja. Ja, was hast du sonst für eine Idee? Wo willst du hin? Ja, nee, hast schon recht, du hast schon ich recht. Ich glaube, es wird Nacht. Und wir können ja um die Insel können wir eine Mauer schlagen. Ja, das wäre eine geile Idee. Das können wir machen. Oh, jetzt, ich wollte mir aber sagen, ach Mann, ey, warum ist das echt, das Leben ist so hart, unfair. Ich hätte jetzt noch einen Spruch gebracht zu einer amerikanischen Person. Boy, hier ist ein Wasser drin. Eine Wasserquelle. Ich hoffe, da kommt kein Dreiz. Ich hab hier schon ein Loch gegraben, dass wir uns erstmal unter die Erde schlagen können. Ja, hier kommt irgendwie eine Wasserquelle raus, das heißt, hier muss irgendwo was in... Es wird Nacht. Tatsächlich, es wird Nacht. Ich würde mal schnell machen. Komm her zu mir. Ja, ich bin ja hier. Komm her. Haben wir schon irgendwas in Richtung Fackeln? Erstmal machen wir. Warte. Wir haben ja gerade keine Kohle. Doch, ich hab zwei Fackeln. Dann setz sofort, Junge. Ach. So, wir sind ein bisschen. Geh mal weg. Ja, komm nicht zu nah. Bau mal ein bisschen Stein ab, das wäre gut. Ich würde sagen. Kies ohne Ende wieder mal, war ja klar. Okay, ich mach mir auf jeden Fall schon mal ein Steinschwert für später. Aber ich geh mal ein bisschen auf die Seite trotzdem. Trotzdem nicht so weit rechts spawnen, weil da ist eine Wasserquelle. Wenn da irgendwas drin spawnt, dann habe ich Angst. Und es wäre cool. Nice, es wäre cool trotzdem, wenn du mal ein Ding bauen könntest, einen Ofen. Weil dann kann ich schon mal die ersten Sachen. Ich muss auch was braten zu essen. So. Ja, ich entleere schon mal. Ich habe Kartoffeln bekommen übrigens in der Kiste, nice. Gut, dann. Und zwei Öfen selbst gemacht. Dann würde ich sagen, hau schon mal Kohle rein in den einen, wenn du schon was so abgebaut hast. Ja, gleich. Ich werde erstmal was zu futtern rausholen. Oder? Brauchst du mal ein bisschen Zucker? Ich habe gerade so ein kleines Problem. Ich sehe, dass ich ernsthaft vergessen habe, den Timer wieder zu stellen. Das größte Problem, glaube ich, ist den Timer. Ja, jedes Mal. Ich habe sogar vorher noch dreimal mir eingeredet. Vergiss nicht den Timer. Vergiss ja nicht den verdammten Timer. Was mache ich? Richtig, den Timer vergessen. Ach, meine Güte. Hä, habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, hoppala. Was los? Das war gerade absolute Holzverschwendung, Respekt. Ich hab gerade so Birkenholz ohne Ränder gemacht, aus Versehen. Das hat mir jetzt einiges an Holz gekostet. Ich hab das gerade überhaupt nicht gesehen in den Texture-Pack. Okay, alles gut. Warte, ich habe ja Kohle jetzt, oder? Ja, ein bisschen Stein wäre auch noch geil, weil sonst muss ich mir... Okay, nee, ist egal. Hat sich erledigt. Ich mach hier gleich weiter. Jetzt hat's gerade ein bisschen geleckt. Dankeschön. Ja gut, kommt vor. Ja, währenddessen ich jetzt hier noch ein bisschen Stein abbaue, kurz nochmal ein paar Sonderregeln, die es beim letzten Mal noch nicht gab, bevor wir das vergessen. Also, das mit den Herzen ist klar. Aber, was sich geändert hat, ist, beim letzten Mal gab es zum Beispiel noch die Regel, dass wir Tränke Stufe 2 und alle machen durften. Und das mit den Tränken, dass wir alle machen dürfen, das bleibt weiterhin, aber nur mehr Stufe 1. Weil die Stufe 2er waren schon ein bisschen zu OP, muss man sagen. Ja, das muss ich ehrlich auch. Ja, gut, da hat er auch recht. Es war halt ziemlich OP. Danke. Ich hätte es mir eigentlich selber auch rausnehmen können, aber okay. Danke, dass du mich für so hältst, dass ich das selber nicht kann. Ne, passt schon. Wir haben ja schon Seeds von Melonen.
Ja, ich habe Kartoffeln auch aus dem Ding. Okay, normalerweise sind da nicht so gute Sachen drin, aber ja, heute haben wir offensichtlich mal Glück gehabt. Wir haben mal wieder Zucker bekommen. Zucker. Zucker. Zucker, Zucker. Wie viel Kohle hast du eigentlich da reingepackt? Hier ist noch eine und hier... Scheiße. Ich muss mal kurz... ich muss mal kurz die eine rausnehmen. Ich wollte ein paar Fackeln machen. Ich baue mich ja schon nach unten. Langsam aber sicher. Ich mache ja schon mal ein ganz kleines Feld. Ich habe eine Idee einfach, warte. Ich habe ja ein bisschen Birkending noch mit. Das heißt, ich hau einfach mal die... verdammt, goddammit. Mach schon wieder die Hälfte falsch. Gut, jetzt. Ah, die erste, sag mal so, die ersten zwei, drei Nächte in Minecraft in der Überlebenswelt, ja, schon. Sag mal so, das ist immer noch Nervenkitzel. Findest du gute Orte, findest du guten Loot zum Anfang, eine gute Stelle zum Craften, Bauen, Machen, Tun. Mhm. Dann geht's eigentlich gut voran, aber... Es gibt auch Sachen, die einerseits gut sind und schlecht. Ich erinnere zum Beispiel an einen Spawner. Weil der kann dich einerseits töten, aber einerseits auch viel bringen. Weil stell dir vor, du wirst in der ersten Folge ein Schärfe 4 Buch bekommen. Okay, das wäre mega krass, oder? Weißt du, du läufst auf einmal, findest du Diamanten und in der nächsten Folge läufst du mit Schärfe 4 rum in Folge 2. Ja, was hat sich jetzt noch geändert? Ich komme schon wieder nicht zum Regeln erklären. Also das mit den Tränken habe ich erklärt, aber auch im Nether gibt es eine krasse Sonderregel ab sofort, und zwar, er ist begrenzt. Wir dürfen nur noch nach Zeitraum des Aktivierung nur noch 5 Folgen im Nether verbringen. Das heißt, wenn ich jetzt in Folge 14 am Anfang die aktiviere, dann ist bis Folge 18 Nether offen und danach dürfen wir nicht mehr rein. Danke für den schönen Hintergrund. Das ist die Regel für die Sitz. Ja, das heißt natürlich, wir müssen den Nether ausnutzen. Wichtig ist noch an der Stelle zu erwähnen, wenn wir dumm sind. Ich hasse deinen Hintergrund. Warte? Du hast mega krasse Hintergrundgeräusche gerade. Ja, jetzt können wir, warte mal, machen wir kurz Pause, also ganz kurz diese Cut, mal kurz einen Cut dazwischen. Cut mach ich keinen, wenn dann mutest du dich und dann mutest du dich wieder. Mach uns allen einen Gefallen, gut, dann kann ich wenigstens weiter erklären. Ja, und wenn wir natürlich dumm sind und dann am Ende der 14. Folge das aktivieren, 2 Minuten vor Folgenende, dann sind wir an der Stelle selbst schuld, weil das wird dann auch als Folge gewertet. Und dann hätten wir nur noch 4 übrig und ich glaube, ich muss wieder hoch. Ja, es ist, ich meine, die genauen Regeln, wie gesagt, sind unten in der Videobeschreibung angegeben. Die Season ist vorbei, entweder wenn wir es geschafft haben oder wenn einer von uns stirbt. Das heißt, wir dürfen nicht alleine weitermachen. Grund dafür ist nicht, damit es eine Spur härter wird, sondern weil Tim einfach nicht aufnehmen kann und das, damit er nicht alleine weitermachen müsste, beziehungsweise ich ihm, Sorry, Leute. Das damit, kommt halt mal vor eigentlich, aber... Ja, passiert einfach. Oder das halt, dass ich nicht im Spektator rumfliegen muss, ist halt so, dass wir halt einmal, sobald einer von uns stirbt, ist halt automatisch vorbei. Weil wenn wir jetzt 3 Leute wären, dann wäre es so, wenn einer stirbt, ist noch okay, dann geht es noch mit 2 Leuten weiter. Ja, das schon, aber da würde ich halt auch darauf achten, dass der was dann noch mit uns mitmachen würde, auch selbst aufnehmen kann. Ja, klar. So. Ich meine, wir sind ja gut eingespieltes Team, nicht nur durch Revolution. Hast du Eisen schon? Nee, bisher noch nicht. Also Eisenausbeute ist noch ein bisschen schwach. Ich baue mich ja schon richtig weit runter. Ich habe einen Apfel bekommen aus der Truhe noch. Also Anfang so selbst einen Apfel schon selbst. Ja, ich habe nicht alles geguckt, weil du warst schneller als ich. Oh, jetzt habe ich Eisen. Gut, komm hoch. Ich brauche einen Eimer für Wasser, dass ich schon mal die erste andere anpflanzen kann. Oh, jetzt warte mal. Ich habe es jetzt gerade mal gefunden und nicht mal abgebaut. Junge, bist du gierig? Bin gierig? Ja, ich will unsere ersten Nahrungswege vereinfachen und verschnellern müssen. Das ist, glaube ich, sogar ein doppeltes Erz. Gleich nebeneinander. Ja, es ist echt. Wir haben selbst Kakteen. Oh mein Gott, das ändert alles natürlich. Jetzt sind wir OP. Lass Kaktusfarm im End bauen, oder? Das wär eine geile Sache. Lass einfach Kaktusfarm im End bauen, oder? Das wär's, Alter. Ja, ich würde es begrüßen. Ja, übrigens, Folgenlänge ist immer 20 Minuten, wenn ich nicht den Timer vergesse zu stellen, so wie jetzt gerade vorhin. Wir machen ja noch ein paar Minuten, dann ist die Folge eigentlich schon fast zu Ende. Ich habe den Timer runtergeschafft, 13 Minuten vorhin noch, oder 12 Minuten, jetzt sind noch 6:40 übrig, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, gut. Wird nicht die genaue Punktlandung sein, aber passiert. So, und ich hau hier schon mal die Holzkohle rein und auch am besten es aufteilen. Damit es ein bisschen schneller geht. Und. Gut. Aber ein bisschen Eisen brauche ich auch, weil dann mache ich mir gleich eine Eisenspitzhacke. Ich bin schon auf. Habt ihr noch was zu essen?
Ich hab sogar noch was, aber danke. Ja, ich hab dir aber vergessen, weil dann weißt du ja. Ja, danke. Alles gut. Ich habe mir schon alles Nötige so an Werkzeug auch gemacht, was ich brauchen werde. Also ich habe die Samen und die Kartoffeln schon mal bereitgepackt, also mache ich hier noch mit den ersten drei Eisen kann ich mir schnell noch einen Eimer craften. Dann kann ich schon mal das erste vorbereiten. Mach aber gleich einen zweiten für mich auch. Warte. Die drei nehme ich mir jetzt mal raus, weil ich brauche dringend eine Eisenspitzhacke. Der ist ja gerade übelst. Boah, was war das gerade für ein Leggy-Leg-Leg? Ah, ich habe jetzt nicht mitbekommen, aber egal. Boah, ich liebe das Texture-Pack so viel eigentlich, aber es ist ein bisschen schwer noch immer zu erkennen. Boah, ich freue mich schon auf das nächste Update von Minecraft, weil da bringen sie ja Knochenerz aus. Knochenerz ist dein Little, da sind einfach nur Knochen drin. Also es gibt ja einen Knochenblock und es gibt dann noch Knochenerz. Kupfererz gibt's auch dann im 1.17. Oh ja. Obwohl, das ist eigentlich relativ unnötig, das ist einfach nur ein Baustoff. Aber ist logisch, natürlich muss sich Minecraft weiterentwickeln, weil ansonsten regen sich die Fans wieder auf. Ja, das wird irgendwann auch eintönig, finde ich. Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe früher immer gesagt, ich werde immer 1.8 spielen, weil das einfach die beste ist, aber mittlerweile habe ich mich an die neuen Versionen absolut gewohnt. Ja. Das, was mir gerade einfällt, wie macht man eigentlich so einen komischen Komposter? 7 so halbe Platten, also von dem Holzblock, in Form eines Kessels. Dann kriegst du einen Komposter. Ja, okay. Jupp. So, ich bin schon auf Höhe 12 und fange schon mal an zum Strip-Mine. Vielleicht finde ich Instant Dias, das wär's. Aber ich hatte fett mit einer Höhle gerechnet, aber ja, offensichtlich lief er nicht. Oh, das sieht nach Lava aus. Das ist ein Lavasee, geil! Das heißt, das schreit schon mal förmlich nach Dias. Aber nicht dumm sein und reinfallen. Nicht den Markus machen. Der wäre hier jetzt da gerade mega unpraktisch. Sieht aber nicht nach Diamanten aus, oh ne. Ich bin gerade etwas angespannt, weil ich einfach Angst habe, dass ich reinfalle. Hey Tim, du kennst mich ja. Tim? Ja, hallo? Hörst mich noch? Rat mal, was ich gefunden habe auf Ansage. Nein, glaube ich dir nicht. Nee. Diamanten! Okay Leute, eigentlich wollte ich gerade sagen, die Folgen bleiben größtenteils uncut, weil damit man nicht sagen kann, dass wir schummeln. Das Problem ist, gerade hat sich mein Programm verabschiedet, mein Elgato. Set live würde ich sagen. Aber ist nichts passiert, ich habe die zwei Dias safe, das ist gut, mehr waren es auch nicht. Ich bin froh, dass die noch drauf waren übrigens, Tim. Weil ansonsten würde man uns jetzt an der Stelle, okay, es glaubt uns eh keine Sau, dass das legit war. War's aber, Leute. War's absolut. War's, glaub uns. Wir würden nicht lügen. By the way, wir haben... Halt die Schnauze jetzt, okay? Mach's nicht noch schlimmer, als es schon ist. Lachen ist unauffällig. Mach's jetzt nicht schlimmer, als es ist. Nee, es ist natürlich unauffällig, scheiße. Das war genau die Laberquelle. Wir haben noch, weil ich's gerade sehe, 1 Minute 30. Schwein. Ein Schwein. Und dann ist die Folge eh schon zu aus. Ja, Tims Liebe zu Schwein, das kennen wir aus Revolution. Liebe zu Schweine, der liebt sie ganz doll und fest. Ja. Okay, hier ist nicht. Oh, ja, hier ist Ende der Höhle und da ist jede Menge Kohle. Das ist Gold auch! Guck mal, Schwein guckt mich an. Ich hab grad ins Gesicht gespuckt. Also, ey Tim, das ist ein Doppelgolderz, das ich gerade gefunden habe. Das heißt, theoretisch ja, könnte man ja, schon... Was findet er? Er macht hier unten Adventure-mäßig und ich bin hier oben der Landwirt. Ne, wieso ist auch Adventure-mäßig? Was ist, wenn dir so ein Zombie mit God-Mode daherkommt? Der Zombie mit God-Mode, wer kennt ihn nicht? Ja. Hero Brian in Zombie-Version. Ne, oh, Kies ist gefährlich. Nein. Zumindest ich werde jetzt gerufen. Noch. Nein, nicht gerufen werden. Was heißt, du wirst gerufen? Achso, ich kann es mir schon vorstellen, was du meinst. Ist alles gut. Nein. So, bei mir steht jetzt noch 20 Sekunden. Das ist mir aber an der Stelle scheißegal. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Weil die ist... Ja, das ist mit Herumschreien gemeint an der Stelle. Ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Tim hat sich blamiert mit seinen Zwischenrufen oder Zwischenrufe seines Hintergrundes. Das ist absolut geil. Ich habe ein bisschen was gefunden. Ansonsten haben wir viel gelabert. Also typische Like-Guckster-Folge zum Start. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.